gut, dass die sich jetzt alle selbst in die Luft gesprengt haben. Mit der einen Trollbombe da unten. So, komm, geh weg. Ach, noch eine. Wir kamen gerade erst eine. Mein Gott. So, geh mal weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein, geh weg. Geh weg. Oh, ich möchte keinen Schaden haben. Nicht bei so doofen Gegnern, die eigentlich total einfach sind. Aber wenn sie dann zum Viert kommen... Oh, in der Mitte wird jetzt ein Schlüssel erscheinen. Nee, doch nicht. Okay. Ich habe es dem Spiel zugetraut. Doch, habe ich gemacht. Ist hier ein Geheimraum? Oh, mit Geheimräumen habe ich momentan überhaupt kein Glück. Das ist... Oh, geh weg. Geht alle sterben. Geht alle sterben. Komm. Dankeschön. Ein Herzchen. Job brauche ich jetzt nicht. Ich habe ja eh keinen Schlüssel. Oh, ja, die Räume sind so einfallsreich. Wahrscheinlich hätte ich jetzt auch noch Schaden genommen. Die Räume ja so einfallsreich sind. So. Ach, nö. Oh, was ist das denn? Warum hat er sich denn so weggeschubst? Das war ja ätzend. Boom. So. Na, komm. Einfach reingehen. Einfach rein. Gertie. Ich hab da was für euch. Damage Up habe ich nämlich. So. Schauen wir mal, was wir so an der ausrichten. Nämlich nichts mit dem Damage Up, was ich da krieg von Devil. Was macht der da? Ich finde seine Geräusche ja total awesome. Oh, verdammt, die scheiß Fliege hat mich da jetzt ein bisschen verwirrt. Ja, spawn ruhig deine Fliegen. So. Aber ich mache nicht viel Schaden, aber wenn ich diesen kontinuierlichen Stahl drauf halte, dann geht das ja alles gut. So, da hat er nochmal geschossen. Habe ich Glück gehabt, dass ich da ausgewichen bin. Rot Meat, HP ab. Wunderbar. Und runter. Läuft ja so ein bisschen. Nekropolis. Ei. Nekropolis ist böse. Leck. Da war gerade ein Slowdown. So. Oh ja, hustet alles raus, was geht. Hustet euch kaputt. Na, mach die Fliege. Na, warte, mach die Fliege erst. Ach, genau, da solltest du sie nicht machen. Beim Gegner solltest du sie machen. Da, beim Gegner. Aber ist ja egal. Ja, da komme ich jetzt nicht so dran, dass ich da nicht... Alles scheiße. Oh Gott. Erstmal ihn weg. Alles, was nervt, weg. Also alles. Alles wegmachen. Alles weg. Ah! Jetzt die Fliege. Ah, verdammt. Na, komm. Fliege. Komm schon. Dankeschön. Jetzt noch du. Ah, auch anstrengende Räume, sowas. Oh. Geh weg. Geh weg. Hallo. Stirbst du mal? Dankeschön. Der hat lange gedauert. So, Schlüssel habe ich nicht. Nein. Ich will Schlüssel haben. Da könnte ein Geheimraum sein. Könnte aber auch ein Greed drin sein. Nein, kein Greed. Wunderbar. Super. Supi. So. Ja, den Schlüssel hätte ich gerne. Aber mal schauen, vielleicht komme ich da später dran. Verdammter Mist. Hei. Geht weg. Geht alle weg. Geht alle weg. Challenge-Schrauben. Mal gucken, was drin ist. Schlüssel. Wunderbar. Nichts Tolles. Okay. Jetzt haben wir wenigstens Schlüssel für den Itemraum. Ja, den habe ich ja gar nicht aufgemacht. Stimmt. Deswegen brauchte ich ja auch Schlüssel. Macht Sinn. So. 10 Bombs. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Boom. Ja, ja. Haben wir 10 Bomben gekriegt. Ist geil. Sehr geil. Jetzt können wir mit den Bomben rumballern, wie wir wollen. Ja, nicht unendlich viel rumballern, aber es geht. Ja, nein, das sind ja meine Lieblingsgegner. Nicht. Verdammter Mist. Oh, fuck. Die habe ich ja voll gern. Also überhaupt nicht. Oh, ich hasse sie. Ich hasse sie sowas von. So, jetzt haben wir noch 2. Kommt, ihr verlorenen Herzen. So. Geheimraum? Nein. Geheimraum?
Nein, schade. In der Nähe des Geheimraums ist kein Geheimraum. ETF. So. Ich mache mit Technology zu wenig Schaden, so für die normalen Gegner. Das ist echt ekelhaft. Weil normale Gegner bewegen sich zu viel. Bei Bossen, die sich nicht so viel bewegen, ist das vielleicht super. Da war ich gerade, da habe ich gerade versucht zu springen. Diese Hass-Imitate, ich hasse sie. Ich hasse sie. So. Ich weiß auch gar nicht, wachsen die Fliegen denn neu, wenn man die länger in Ruhe lässt? Ich glaube nicht, ne? Na, komm. Super. Haben wir einen weniger. Ah, das war dumm. Das war dumm. Ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell kaputt geht. So, Dead Bird. Mach doch mal ordentliche Arbeit, Mann. Oh, Gluttony. Ganz viele Gluttony. So. Also Mini-Gluttonys sind ja keine richtigen Gluttonys. Und hier ist so ein Doppel-Gluttony. So ein Doppelschießender. So. Bombe. Wo geht's denn zum Boss, ey? Wo hat der sich denn versteckt? Oh, fuck. Ja, ihr seid die beste Kombination. Greed-Gegner und die Grünen. So. Mach zu. Mach dicht. So. Oh, hier geht mir so auf die Eier. Warum immer hier? Warum? Nein. Ah, oh, ich trottel. Irgendwo Herzen hier rum? Natürlich nicht. Wenn man Herzen braucht, liegen keine irgendwo rum. So. Komm, du. Geh kaputt. Geh kaputt. Komm. Ja, komm. Nein. Ja, Katze im Hintergrund. Hast du auch was dazu beizutragen? Nicht? Dann ist gut. Ah, so. Ah. Wahrscheinlich habt ihr die Katze jetzt gar nicht gehört und ich werde wieder für doof abgestempelt. So. Ah! Komm. Ach, mach ihn, ne? Danke. Kackerhäufchen. Gucken, ob hier ein Geheimraum ist. Und dann bin ich glücklich. Oh, wo ist denn der tolle Supergeheimraum? Ich will ihn haben. Ist er hier? Natürlich nicht. Ach nein. Nicht die Chubby-Gluttonys. Die sind ätzend. Auch wenn die Waffe, die haben, extrem cool ist. So. Uah. So. Schlüssel. Wunderbar. Ist hier vielleicht ein Geheimraum? Wo ist der? Verdammt. Ah, ihr seid ja noch aus dem... Uah, ja. Außer ihr spuckt alle gleichzeitig in eine Richtung. So, da hat der Boss sich aber ganz schön versteckt hier. Eine Bombe und wir sind in Necropolis 1, dann kommt noch nicht die Mutter. Okay, passt. Nein, The Ratchet. Obwohl The Ratchet geht. Der springt langsamer, glaube ich. Ah ne, ist der normale, der springt normal. Der Champion. Boah, was spuckt er denn hier? Kilometerweit die Dinger. Ist ja ekelhaft. Boah. Nein, 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 nein. Das ist mal schön. Aber mein Vogel ist draußen, der macht nochmal extra Schaden, das ist schön. Da lohnt es sich schon fast Schaden zu fressen bei Bossen. So, weg sind sie. So, geh du weg. Du weg. Zwei Silberherzen gespawnt. Und wir kriegen das Krönchen. Pigeon Boy. Und wir kriegen Geld. So, was die Krone sonst noch macht, werde ich einblenden. Ich habe keine Ahnung. Das könnte hier noch ein Geheimraum sein. Wahrscheinlich eher nicht, weil aus Bossräumen kann man sich, glaube ich, nicht rausspringen. So, es ist Necropolis 2. The Depths 2 sind wir. Oh Gott, ist das groß hier. So. Ja, das ist super nett. Finde ich super toll, Kiste. Besser könnte ich mir eine Kistenposition nicht vorstellen. Geh kaputt. Dankeschön. Besser hätte es nicht laufen können. So, komm, jetzt geh doch kaputt. Hallo? Dankeschön. Geht doch. Ich will rechts rum. Rechts rum. Oh, hallo, Larry. Aber Mini-Larrys, das sind ja... Ah, jetzt haben sie mich eingekesselt, die Schweine. Ah. So. Komm du auch, dann gehen die mir schon mal in ihren Sack. So. Oh, stopp. Den lasse ich hier liegen, bevor ich zur Mom gehe. Sonst fresse ich vielleicht noch ungewollt Schaden. So. Können wir da zocken? Ganz viel zocken. Ich werde aber natürlich vorher nochmal in den Shop gehen. Und versuchen noch in den... Also erstmal versuchen...
versuchen, in den Itemraum zu kommen und dann in den Shop gehen. Wenn ich dann genug Schlüssel finde. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. So. Deswegen werde ich diese Kiste jetzt auch noch nicht freisprengen, weil ich sonst aus Versehen den Schlüssel vielleicht benutze. Und da ist eine Slotmaschine und in Dings können wir auch noch mal zocken wegen Schlüssel. Mr. Mega ist das, glaube ich, ne? Mr. Mega Blast Damage haben wir jetzt. Und haben einen Zitronen Rough Kopf. Ja, jetzt würde ich gerne... Ja, zocken können wir auch in den Arcade-Raum. Da brauche ich nicht extra da durch die Stacheln laufen. Oh, hier, geh kaputt. Ah, verdammt. Jetzt hätte ich mich entscheiden müssen. Schaden durch Hirn fressen oder durch den Schleim vom Hirn? Ich habe den Schleim gewählt. Ja. So. Jetzt könnte da oben natürlich... Also der Shop könnte natürlich einen Druid beinhalten. Das wäre natürlich suboptimal. Aber ich werde jetzt erstmal zocken. Ich brauche Herzen und Schlüssel. Hat der jetzt gerade einen Schlüssel? Habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Ja, wunderbar. Einen Schlüssel haben wir schon mal. Haben wir schon mal für die Goldkiste einen Schlüssel. Und ein Herz. Gib mir Silberherzen, Herzen und Schlüssel. Mehr brauche ich nicht. Eine Pille. Die hatten wir schon, ne? Pretty Fly. Ja, den nehmen wir doch mal. Ist doch cool. Haben wir zwei Pretty Flies um uns herumfliegen. Oh, fuck. Oh. Gut. Glück gehabt. Und einen Schlüssel haben wir noch gekriegt. Herzen darfst du mir trotzdem geben. Oh, Silberherz und noch. Oh, du bist zu gütig. Mach das normal. Mach das normal. Anscheinend hast du gute Laune. Oder du magst Eve. Stehst du auf Eve? Komm, gib's doch zu. Du stehst ein bisschen auf sie. Wie sie ihren Kopf schüttelt und ihr Haar dabei wackelt. Also ihr Haar wackelt nicht, aber... Vielleicht wackelt das für dich. Man weiß es nicht. So, Oh, jetzt gib doch mal ordentliche Sachen. Komm. Ja, genau das kannst du mir geben. Kannst mir noch so viele davon geben, dass ich vielleicht nochmal spenden könnte, da so. Das wäre awesome. Das wäre ober awesome von dir, wenn du das machen würdest. Gib mir Sachen, die ich brauche. Ja, sowas kann ich auch gebrauchen, ist ja egal. Da, das brauche ich. Das brauche ich. Komm. Ach, gibt's doch nicht. Gib doch mal her. Nein, die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Ach, gib doch mal ordentliche Sachen. Ja, komm, die versuche ich jetzt noch. Toll. Dann versuche ich in den Shop zu gehen. Ich habe jetzt genug Schlüssel für die Kiste, den Shop, für alles einfach. Für einfach alles. Oh, verdammt, Mr. Mega. So. Ja, danke schön. Hat sich voll gelohnt. Zwei Bomben gekriegt. Ja, Shop, komm. Wird ein Greed drin sein? Nein! Book of Revel. Und wir haben noch kein Space-Item. Das heißt, das ist übelst geil. Das lohnt sich auch noch. Ach, ich habe nicht genug Geld. Sonst hätte ich das eine Herz noch eben mitgenommen. Wäre egal gewesen, aber... Naja. Naja. Ist ja egal. Ne? So. Moment. Wir gehen dann jetzt einmal den hier wegspringen. Ach komm, einmal zocken wir noch an dir. Einmal noch an dir rumspielen. So, komm. Ach, komm, das so. Und da sich das jetzt erledigt hat mit dir... Tschüss. Und da sich das mit dir erledigt hat, wahrscheinlich... Vielen Dank für die Herzen. Habe ich noch was zum Heilen hier rumliegen. Und hier liegt noch das Eternal Heart. Das darf ich auf keinen Fall vergessen mitzunehmen. Oh, fuck. Durch Technology können wir natürlich die Gegner von vorne treffen. Das ist sehr geil. Das erleichtert mir gerade einiges. So. Kommt alle her. Ihr habt keine Chance und er chargt mich. So. Bomben, Bomben. Geheimraum? Fragezeichen. Yay. Kein Greed. Wunderbar. So, und ist der andere Geheimraum vielleicht daneben? Nein, schade. Okay. Ich habe seit dem Patch keinen Geheimraum mehr gesehen. Die haben den nicht rausgenommen, oder? Oh. Das wäre traurig. Lass mich doch mal in Ruhe. Lass mich doch in Ruhe. Boah, geht doch kaputt, ey. Die sind so ätzend, die Viecher. So, geht doch. Willst du? Wunderbar. Nee, ich möchte erstmal da unten gucken. Gluttony! So, noch ein Gluttony, komm. So. Wie ich hier keine Items kriege. So überhaupt nichts. Gucken wir da noch. Gucken wir da noch. Ich hab's ja. Nix. Verdammt. Wo ist der Geheimraum?
Oh, chop. Chop, 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 chop. So. Ja. Geht aber eigentlich klar. Norm, Mega Bam. So. Ist hier kleiner geworden dadurch? Ich hab's mir jetzt gerade eingebildet zumindest. Geh kaputt. Dankeschön. So. Nix gekriegt. Wow. Oh nö. Wieso ihr? Wieso? Was macht das für einen Sinn, dass ihr hier existiert, hä? Das hat keinen Sinn. So, geht weg. Siehst du, weil ich könnte mich eh nicht aufhalten. Was hat. Aber der war Tears Down, ja toll. Tears Down kann noch keiner gebrauchen. Habe ich hier schon geguckt? Ja, dann muss ich jetzt mal das Eternal Heart noch mitnehmen. Ich gehe noch in die anderen Räume. Das lasse ich nie auf mir sitzen. Ich habe genug Bomben. Schauen wir nochmal hier. Na? Nein. Und schauen wir mal hier. Oh Gott, wäre ich mal nicht in diesen Raum gegangen. Wäre ich mal nicht in diesen Raum gegangen. God damn it. Dieser Raum ist total schrecklich. Ah! Einfach in Bewegung bleiben. Immer in Bewegung bleiben. Immer in Bewegung bleiben. Und jetzt gezielt auf den. Super! Book of Revelation ist wieder aktiv. Super. Da war kein Geheimraum. War der hier? Nein. 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 Würde sich das lohnen? Verdammt. Oh, hi. Stell uns mal hier rüber. So. Würde sich das lohnen, da einen Schlüssel zu opfern? Ich meine, in der nächsten Etage gibt es keine Räume mehr mit Dings, ne? Kein Item. Fuck! Das war fies. Das war. Nein, nochmal. Oh. Ich zweimal da auch stehen bleibe. Okay. So. Komm her. Habe ich hier schon geguckt? Ja, ne? Ich gucke jetzt hier nochmal. Gibt's doch nicht. Wo ist denn der Geheimraum? Ich werde jetzt erstmal den Schlüssel da opfern. So. Ach, verdammt. Kann ich gar nicht. Ich brauche zwei Schlüssel. Nein. Da habe ich jetzt kurz nicht nachgedacht. Wie so oft. Wie so oft. Wo ist dieser verkackte Geheimraum? Das möchte ich jetzt wissen. Ist der hier? Nö. Eternal Heart, das nehmen wir schon mal mit. Dann brauche ich hier gleich nicht wieder zurückgehen. Ist der hier? Oder hier? Das kann es doch nicht sein, dass es den Geheimraum nicht mehr gibt. Das kann es nicht sein, Leute. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Ach, Moment. Hier kann ich Schlüssel kaufen, noch einen zweiten. Das ist natürlich super. Nehmen wir mit. Kann ich mir die Goldtruhe noch mitnehmen. Finde ich sehr schön. Sehr schön finde ich das. Ja, wo war die? Da oben. Habe ich jetzt irgendeine Stelle übersehen, wo der Geheimraum sein könnte? Bestimmt. Eine Stelle und die wird sein. Da habe ich schon geguckt, da war der eine Geheimraum. Logisch. So, den holen wir uns jetzt. Ja. Ein Dime und ein Silberherz? Hat sich gelohnt, würde ich sagen. Da hat sich die Investition gelohnt. Doch, 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 doch. Hat sich gelohnt. Hier habe ich noch nicht geguckt, glaube ich. Nö. Und hier? Habe ich schon geguckt, ne? Ja. Und da unten? Habe ich auch auf beiden Seiten geguckt. Da habe ich unten geguckt. Hier habe ich noch gar nicht geguckt, glaube ich. Oh, ich habe keine Bomben mehr. Cool. Yay.